Wie war es das erste Mal im Dungeon? Das war sehr, sehr cool. Das war echt eine geile Erfahrung. Ja, sehr gut, würde ich sagen. Also, ich bin sehr, sehr zufrieden. Okay, es war wirklich cool. Super, super cool für mich gewesen. Mega aufregend. Also wirklich nach jeder Folge war es immer wieder so, oh Gott, oh, jetzt geht's weiter. Oh, Hilfe, Hilfe. Seit längerem habe ich mir gewünscht, mal Dungeons and Dragons zu spielen. Ich habe keine Menschen gefunden, mit denen ich das wirklich regelmäßig spielen könnte, die das Engagement zeigen und sich da wirklich dahinter klemmen, so wie ich das ja gerne machen würde oder jetzt getan habe mit Demit. Und deswegen war ich sehr froh, dann diese wunderbaren, tollen Leute kennengelernt zu haben, die das mit mir machen und Teil dieses Abenteuers zu sein. Das ist wirklich, also Johnny ist ein toller Dungeon Master. Ich will dich jetzt nicht beloben, wenn du da sitzt. Hör nicht hin. Ich bin eigentlich sehr blind in die ganze Session reingegangen, habe mir vorher nicht viel Gedanken gemacht, weil ich mir viel zu viel technische Gedanken gemacht habe, wie das ganze Produktionstechnische funktioniert. Deswegen, als ich dann da saß, die Kameras liefen und so, war ich dann so, oh, du bist jetzt ja im Dungeon, jetzt geht's ja los, endlich. Und ich hatte eher dann echt auch Freude dabei, weil wir hatten eine kurze Testrunde vorher mal gespielt. Die aber auch nichts mit den Charakteren wirklich zu tun hatte, die ihr jetzt gesehen habt, sondern das war wirklich frei erfunden und auch nicht in der Welt von Globa, weil das auch ziemlich wichtig war, dass wir gesagt haben, okay, vorher, keiner darf wissen, welche anderen Charaktere gespielt werden. Aber jetzt kommt der Clou bei der Sache, bei dieser Proberunde war ich gar nicht da. Also das Gute war, ich konnte sie mir anschauen, weil es mir netterweise aufgenommen wurde, aber zu dem Zeitpunkt war ich woanders, in Hamburg. Und das hat so viel Spaß gemacht, deswegen wusste ich, okay, jetzt geht's los, jetzt beginnt der Spaß. Und ja, dann erzählte Johnny, ja, du kommst die Treppe runter und dann war so, okay, jetzt muss ich anfangen und meinen Charakter anfangen zu formen und jetzt muss ich gucken, was ich reveale. Und das war echt mit Freude verbunden. Ich hatte schon Spieler, die waren um einiges anstrengender. Ich hatte auch Spieler, die waren erfahrener und trotzdem, ich sag jetzt mal, distanzierter von ihrem Charakter. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich damit umgehen kann. Ich wusste absolut nicht, ob ich der Typ dafür bin, irgendwie in eine Rolle zu schlüpfen und da irgendwie rumzuspielen. Und was für mich noch ein sehr großer Faktor ist, sind tatsächlich Kameras. Ich liebe es, hinter der Kamera zu sein, aber vor der Kamera habe ich in der Regel nichts verloren. Ich habe mich vorher lange gefragt, ob ich das kann, da Stunden zu sitzen und eine Kamera ist auf mich gerichtet und dann trotzdem irgendwie möglichst weit in eine Welt einzutauchen, die wir uns vorher überlegt haben. Es geht wirklich gut. Es war super leicht und das lag so ein bisschen an der Immersion, die wir geschaffen haben. Also bin da selber sehr, sehr schnell über die ersten Folgen reingerutscht. War dann nicht mehr Alex, der Angst vor Kameras hat, sondern Ken, der Abenteuer erlebt. Ich bin unglaublich begeistert, dass ich 5 Leute habe, die komplett keine oder super, super wenig Erfahrung mit Rollenspielen haben, also mit solcher Art von Brettrollenspielen wie Dungeons and Dragons, Pen and Paper, und die trotzdem in der Lage waren, sich so tief in ihre Charaktere reinzubinden und reinzuleben. Also ich bin so zufrieden, wie schnell sie diese Welt adaptiert haben, dieses Umfeld. Ich weiß nicht, dadurch, dass ich oder wir alle halt nicht so viel Erfahrung haben, weiß man einfach nicht, was passiert oder wie wir alle halt agieren oder halt wie sehr wir uns trauen, manche Sachen auch auszuspielen und so. Und davor hatte ich immer irgendwie ein bisschen Sorge, so dass ich mich Sachen nicht traue auszuspielen. Das war auch ein Grund, warum ich beschlossen habe, einen Charakter zu erstellen, der gezwungenermaßen eigentlich viel sprechen muss, weil ich mich da irgendwie challengen wollte. Aber trotzdem ist es jedes Mal aufs Neue. Ui. Oh. Oh. Und dann ist es aber einfach großartig, wenn man dann anfängt, die Welt zu sehen und die ganzen Charaktere und dann halt, ja, sich da halt da drin verliert. Und dann kommen so Sachen wie der bodenlose Rucksack mit Briefkasten-Effekt, wo man sich halt wirklich drin verliert. Und das ist so. Was man oft gemerkt hat bei solchen Dingen wie, wir geben eine gewisse Federbrosche weiter und weil, ich glaube, das war Nora, nicht ganz an Celine rankam, habe ich einfach die Übergabe gemacht. So, es existiert nicht. Wir hatten nichts in der Hand. Oder eins meiner Lieblingsmomente, was diese Hypnose dieser Fantasiewelt angeht, ist Collins, schaut doch mal da oben. Und selbst ich als Dungeon Master, der nicht mal eine Rolle spielen muss, schaue an die Decke. An dieser Decke waren keine Sterne oder sowas in der Richtung, aber ich habe trotzdem hochgeschaut, weil ich komplett drin war in dieser Unterhaltung, die Leute geführt haben. So, man stellt sich da alles im Kopf vor und dann ab Folge 2, 3, 4 war es dann so, man war drin. Man war in dieser Welt, man hat diesen Charakter gespielt. Das hatte ich vorher halt auch nicht für möglich gehalten, dass man dann so tief in der Geschichte auf einmal drin ist. Ja, ich hoffe, dass das auf der Kamera dann auch gut rüberkommt, dass ihr da auch mit gut eintauchen konntet, dass wir alle da so in dieser großen Welt global sind und diese ganzen Probleme lösen. Das war schon, ist sehr beeindruckend. Ich würde es jedem empfehlen, mal selber auszuprobieren.
Also ich kann wirklich nicht glücklicher mit den Spielern sein und besonders, dass sie Anfänger sind, merkt man in ihrem Roleplay, finde ich, gar nicht. Also ich finde, sie leben alle sehr, sehr gut ihre Charaktere und machen einen unglaublich guten Job. Die Gruppe besteht wirklich aus tollen Menschen, tollen Charakteren auch. Die haben sich alle was super Geniales ausgedacht. Und Johnny als Dungeon Master macht das so spannend, so cool. Die erste Staffel war ein unheimlich geniales Erlebnis für mich. Es war Aufregung in einem, weil man weiß, okay, jetzt geht's gleich los. Du fängst jetzt gleich an, Du fängst jetzt gleich an, deinen Charakter zu spielen und du hast dir viel bei gedacht. Und dann ist diese Magic passiert. Wie soll ich das vorstellen? Alle an diesem Tisch waren wirklich sehr aufgeregt und innerhalb von so kurzer Zeit waren alle nur noch da drin, ihre Charaktere zu spielen. Und auch in den Pausen dazwischen war es immer schwierig, nicht drüber zu reden, was gerade in einer Folge passiert ist. Das ist ja das, was ihr nicht sehen könnt, aber eigentlich nach jeder Folge sind alle wirklich abgegangen und wollten mehr über Dinge reden. Vor allem mit den Menschen hat man sich auch sehr schnell sehr wohl gefühlt in seinem Charakter, hat schnell mal ein bisschen so diese Anspannung losgelassen und war dann tatsächlich wirklich im Charakter drin und hat das so reagiert, so gespielt, so geredet. Das war einfach das Coolste, das mal auszuprobieren, so dieses Roleplay. Das habe ich vorher noch nicht gemacht. Fand es sehr, sehr spannend und sehr lustig. Am Anfang ein bisschen schwierig, auf jeden Fall. Aber eben mit der Hilfe von meinen Kameraden hat man dann schnell eben mal die Kameras vergessen und das ganze Equipment, das um einen herum steht, und hat sich wirklich nur auf die Story fokussiert, die eben sehr gut von Johnny, unserem Dungeon Master, rübergebracht worden ist. Und das war echt toll. Also das erste Mal im Dungeon war wundervoll. Kann gar nicht mehr dazu sagen. Schnappt euch eure Freunde und spielt auch. Weil das Abtauchen in so eine Welt ist